Herzlich willkommen im Kunsthaus Wiesbaden. Wir sitzen hier in der Fotoausstellung Faszination Wissenschaft. Das ist eine Kooperation von Herlinde Köbel, ist diese Fotoausstellung. Und es ist eine Kooperation des Kulturamtes Wiesbaden und der Max-Planck-Gesellschaft. Hier sind sehr, sehr viele Max-Planck-Forscher versammelt auf diesen Fotos, die Sie zum Teil hinter uns sehen können. Wir möchten als Rahmenprogramm dieser Fotoausstellung ein Gespräch suchen mit einer der hier vertretenen Wissenschaftlerinnen, mit Christiane Nüßlein-Fohlhardt. Sie sitzt neben mir. Sie ist Nobelpreisträgerin für Medizin im Jahr 1995 gewesen und war damals die erste deutsche Forscherin und eine von nur 6 weltweiten Frauen, die damals schon einen Nobelpreis bekommen hatten, beziehungsweise ihn dann 1995 bekommen hatten. Sie forscht am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie und sie hat diesen Nobelpreis damals bekommen für die Entschlüsselung genetischer Vorgänge, die die Entwicklung von Tieren und Menschen steuern. Ganz herzlich willkommen, Frau Nüßlein-Fohlhardt. Und ganz herzlich willkommen, das Publikum, das hier im Saal ist und natürlich Sie, die uns per YouTube folgen. Der Titel dieses Gespräches ist Ein Leben für die Wissenschaft und ich würde gerne mit Ihrem Leben anfangen. Das ist ein großer, weiter Begriff. Fangen wir mit einem ganz konkreten Ereignis an, der letzten Woche Mittwoch. Ihr Neffe hat den Chemie-Nobelpreis bekommen, Benjamin List. Es gibt unendlich viele, wenn man im Netz sucht, gibt es unendlich viele Statistiken zum Nobelpreis, wie viele Frauen, wie viele Männer, wer wie alt war. Ich habe allerdings keine Statistik dazu gefunden, wie viele deutsche Familien es gibt, die 2 Nobelpreisträger beherbergen. Wie viele Tanten. Genau, das wäre auch noch interessant. So kann man es auch. Wie hat Ihre Familie reagiert? Ach, wir fanden das toll. Das war natürlich eine große Aufregung. Hätten Sie das denn erwartet? Also Nein. Haben Sie gedacht, Mensch, der hat das verdient? Er hat schon verdient, aber ich finde, er ist ja noch recht jung und da ist es, also da hätte ich das noch nicht erwartet. Normalerweise werden die ja, ich war aber auch erst 53. Ja, Sie waren auch sehr jung, das stimmt. Ich fand es sehr schön und sehr gut. Ich hätte es auch nicht, ich kann es auch nicht so gut beurteilen. Beim Nobelpreis kommt es ja nicht nur darauf an, dass man was wahnsinnig Tolles gemacht hat, sondern man muss auch der Erste oder die Erste gewesen sein. Und das wusste ich bei ihm, hatte ich keine Ahnung, wusste ich nicht in dem Gebiet, kenne ich mich nicht aus. Hat denn in Ihrer Familie jemand gesagt, ja, das war doch klar, dass bei uns in der Familie 2 Nobelpreise kommen? Also kommt Ihre Familie wirklich aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich? Nein, eigentlich nicht. Also meine Geschwister sind eigentlich alle keine Naturwissenschaftler, überhaupt nicht. Und die interessieren sich ehrlich gesagt auch gar nicht dafür. Und ich bin ihnen da manchmal ein bisschen böse, aber... Und meine ältere Schwester, die Mutter von Ben, hat erst dann, als ihr Sohn anfing, Chemie zu studieren und auch so naturwissenschaftlich orientiert war, hat sie sich ein bisschen mehr für meine Sachen auch interessiert. Aber eigentlich ist in unserer Familie eher Kunst und Musik beheimatet. Aber Sie selbst haben doch schon sehr, sehr früh entschieden, dass Sie sich selbst, eigentlich mehr ja, für die Natur entschieden. Ich habe mich sehr früh schon für Tiere und Pflanzen interessiert und habe mir auch alles so zusammengesammelt. Und meine Mutter und mein Vater haben das nicht unterstützt. Die haben alles unterstützt, was auch meine anderen Geschwister so gemacht haben, unterschiedliche Sachen. Das stimmt schon. Und ich habe da sicher auch eine besondere Begabung, die meine Geschwister nicht haben. Wie war das denn damals? Wann hat es bei Ihnen angefangen, dass Sie gesagt haben, Mensch, das interessiert mich? Ach, was heißt, als Kind stöbert man im Garten rum und pult Knospen auf und sucht irgendwelche schönen Sachen, versucht zu verstehen, wie die Bäume sich fortpflanzen oder so. Und dann hat man einen Biologieunterricht, wo man sich sehr interessiert und wo man auch ganz schöne, also wir hatten wirklich sehr guten und sehr anregenden Biologieunterricht. Hat mir gut gefallen. Und dann habe ich halt irgendwann mal so überlegt, was mache ich denn, weiß ich nicht. Wissen Sie, man denkt ja als Kind, also wir haben nicht über Berufe nachgedacht, sondern wir haben über Interessen nachgedacht und ich wollte mehr wissen in Biologie. Da habe ich gedacht, na gut, dann studiert man halt Biologie. Was da draus wird, also Berufsweg oder so, das haben wir uns eigentlich nicht wirklich überlegt. Und war das Aber dann das ist dann halt so, das geht dann so, dann sind Sie Student und die anderen sind auch die Kommilitonen. Es spielt natürlich eine Rolle, wie man mit denen umgeht und so. Und dann macht man ein Diplom und dann versucht man irgendwo eine Stelle für eine Doktorarbeit zu kriegen und dann ist man irgendwie gefangen, nicht? Dann ist es einfach ganz spannend und dann möchte man immer weitermachen. Wie ging es denn dann weiter? Naja, ich habe in Tübingen Biochemie studiert, das war kein so tolles Studium, aber ich habe viel gelernt, also schon.
Und das war eine gute Grundlage für die Naturwissenschaften. Ich habe ja dann nicht mehr so viel Biologie gemacht und habe meine Doktorarbeit auch über Molekularbiologie gemacht. Das war damals modern, also Transkription und also mit Bakterien. Und am Ende dieser Zeit wurde mir geraten, ich soll mir was anderes suchen und nicht unbedingt das weitermachen, weil, und es ist auch richtig, dass man eigentlich, wenn man dann fertig, wenn man promoviert ist, dass man sich dann eigentlich sein eigenes Thema suchen muss, was einem dann selbst gehört und was man sich selbst auch ausgedacht hat und nicht einfach das weitermacht, was der Doktorvater einem praktisch so gechannelt hat. Und damals war in unserem Institut eine sehr interessante Forschungsgruppe, da waren auch ein paar amerikanische Postdocs, sehr schick, nicht? Also ein bisschen große weite Welt hat man dann auch noch mitgekriegt. Und die haben Entwicklungsbiologie gemacht, die haben sich interessiert für Hydra, das ist der Süßwasserpolyp, der sich so wunderbar aus kleinen Stücken regenerieren kann. Und da hat mich das Phänomen der Musterbildung, also wie Gestalten entstehen, einfach doch sehr fasziniert. Und da habe ich mir überlegt, ob ich das nicht doch weiter als mein Gebiet machen sollte. Nur der Hydra hat mir nicht gefallen. Ich wollte was machen, wo man Genetik machen kann. Und habe eigentlich dann die Idee gehabt, dass man damals wusste man wirklich überhaupt noch nichts, wie im Ei das Muster entsteht, welche Faktoren da drin sind, die das bewirken, dass Unterschiede entstehen, dass immer der Kopf vorne und das Abdomen hinten ist und die Beine und so. Man hatte keinen Schimmer und hatte auch keine Stoffe und konnte die Stoffe auch nicht isolieren, obwohl viele Leute das versucht hatten in Fröschen. Und ich habe dann irgendwie gemeint, dass man vielleicht, wenn man die Gene findet, die diese Stoffe kodieren, dass man über die Gene an die Stoffe kommen kann. Und die Gene an die Gene kommt man, indem man Mutanten macht, indem man guckt, ob man einfach durch Mutationen die Entwicklung stören kann. Dazu muss man einen Organismus nehmen, an dem man Genetik machen kann. Und da gab es natürlich nur Drosophila. Und das ist das Haustier, die Taufliege, das ist das Haustier der Vererbung. Und da war die Embryologie zwar nicht besonders gut entwickelt und nicht gut bekannt, und man kann an denen auch nicht operieren, aber man kann eben Mutanten machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das war sehr erfolgreich und völlig unerwartet. Also wenigstens war, alle Leute haben gestaunt, die haben gedacht, das geht gar nicht. Und es ging aber. Ja. Und es hat Ihnen den Nobelpreis eingebracht, oder? Hat mir auch den Nobelpreis eingebracht. Was war das für ein Schritt, den Nobelpreis zu bekommen? Sie haben mal gesagt, es hat Sie eigentlich abgelenkt von Ihrer Arbeit. Also das ist schon toll, also da hüpft man ganz schön. Also das ist schon was ganz Besonderes und erstaunlich, wie wichtig der Nobelpreis eigentlich ist. Ich hatte das vorher auch schon gespürt, wenn ich mit Nobelpreisträgern zusammengekommen war, da ist man immer so ein bisschen vor Ehrfurcht erstarrt. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn die Leute jetzt vor mir vor Ehrfurcht erstarren, das ist ja grässlich. Und es war auch ein bisschen so, es war also nicht nur schön, ehrlich gesagt. Aber es ist natürlich was ganz Besonderes. Man fragt sich dann natürlich, habe ich das verdient? Warum nicht jemand anders? Ist das wirklich so was Besonderes und so? Das braucht ein bisschen, bis man das so verdaut hat. Ne? Warum ist denn der Nobelpreis so was Besonderes? Wenn man jetzt rein vom Preisgeld her geht, gibt es durchaus größere Preise. Das Geld spielt sicher eine Rolle bei der Berühmtheit. Aber eigentlich, dass man die Wissenschaft ehrt, das finde ich das Große dran. Und das finde ich eigentlich wirklich toll, dass die Schweden, der schwedische König sich mit internationalen Wissenschaftlern schmückt, sozusagen, um sich dem Volk zu präsentieren. Das fand ich eigentlich schon ein sehr schönes Zeremoniell auch. Und dass man die Wissenschaft ehrt und würdigt. Und das Stockholmer Komitee, also die Komitees, die die Preisträger aussuchen, machen das wirklich mit wirklich sehr großer Sorgfalt. Und ich glaube, sie haben auch sich selten vergriffen. Es gibt natürlich immer Leute, die meckern und sagen, eigentlich wäre ich es gewesen und so. Und es gibt auch häufig das Problem, dass man nur 3 Leute maximal auszeichnen kann. Und bei mir war ich wahnsinnig froh, dass Eric Wieschaus damit gewürdigt wurde, weil ich eigentlich berühmt geworden war durch was anderes, wofür ich gar nicht den Preis gekriegt habe. Aber ich war viel früher berühmt, als ich den Nobelpreis kriegte, hatte ich schon, weiß nicht, 20 andere Preise. Eric aber nie.
Aber das war die Grundlage, die grundlegende Arbeit haben wir zusammen gemacht und daraufhin auf diese Arbeit aufbauend haben wir dann unterschiedliche Sachen gemacht und meine waren besonders erfolgreich. Und dass sie dann aber auf die Basis, auf diese grundlegende Arbeit zurückgegriffen haben im Nobelkomitee, das fand ich eigentlich, da waren sie wirklich gut drin, muss ich sagen. Sie haben den Preis bekommen und die Begründung für jeden Nobelpreis ist, dass die Menschen ausgezeichnet werden, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Inwieweit hat es der Menschheit den Nutzen geleistet, was Sie gemacht haben? Also das ist, von uns aus gesehen, haben wir uns für den Menschen gar nicht interessiert. Wir wollten wissen, wie Leben funktioniert und wie ein scheinbar ohne, also unformatiertes Ei eine wirklich reproduzierbare, wunderbare Struktur entwickeln kann innerhalb von 24 Stunden. Das ist ja eigentlich doch sowas wie ein Wunder, ne? Und man kann das nicht am Menschen untersuchen, das geht gar nicht. Man kann es auch nicht gut an Mäusen untersuchen, denn man kann es, und da haben wir diesen Griff an die Fliege gemacht, dass man bei der Fliege wirklich ganz viel rauskriegen kann. Zwar kriegt man das raus, was für die Fliege wichtig ist, natürlich, man untersucht ja auch die Fliege, aber es hat sich dann rausgestellt, im Laufe unserer Forschungen, das war ungefähr zeitgleich oder kurz danach, als die Gentechnik möglich machte, dass man Gene aus Organismen isolieren konnte. Und aufgrund dieser Arbeiten konnte man feststellen, dass es eine große Ähnlichkeit zwischen Wirbeltieren und Insekten gibt. Und auf einmal waren unsere Gene auch für die Wirbeltiere und den Menschen, Mensch ist ein Wirbeltier, nicht? Säugetier, ja, gut. Auf einmal waren die von großer Relevanz. Und es hat sich herausgestellt, dass ganz viele wirklich wichtige Gene für die Fliege auch sehr, sehr wichtig für die Entwicklung von anderen Organismen ist, also für Wirbeltiere. Und das, wir haben eben in der Arbeit, die ausgezeichnet wurde, 120 neue Gene gefunden, die wirklich richtig wichtig sind für die Entwicklung. Und von denen sind nicht alle, aber doch ein großer Teil eben, nennt man konserviert, also auch in ähnlicher Form und in ähnlicher Funktion auch bei Mäusen und Menschen wirksam. Und das ist, damit hat man noch nicht gleich eine Krankheit geheilt, aber das Wissen, um wie das da geht und was da alles eine Rolle spielt, ist schon wichtig. Und es ist auch in der Tat so, dass sich dann später aufgrund unserer Gene, der Gene, die wir gefunden haben, auch Medikamente entwickelt haben. Und es gab ja dann noch einen zweiten Nobelpreis für ein Gen, was wir auch gefunden hatten und auch analysiert hatten, das Toll-Gen, was dann, wo sich rausstellte, wir hatten es untersucht, weil es bei der Fliege, die dorsoventral, die Bauchrückenpolarität bestimmt, ganz wichtig da ist. Und dann hat sich rausgestellt, dass das gleiche Gen bei der angeborenen Immunität eine ganz große Rolle spielt. Und dafür gab es dann, ich glaube 2011, nochmal einen Nobelpreis für zwei Forscher, die mit Fliegen und mit Mäusen an diesem Gen gearbeitet haben. Nach Ihrem Nobelpreis haben Sie, oder ich glaube, es war erst nach Ihrem Nobelpreis, haben Sie den inoffiziellen Titel Herrin der Fliegen bekommen. Mögen Sie diesen Titel? Anscheinend nicht, oder? Nein, also das ist einfach albern, ehrlich. Ja. Haben Sie denn irgendwie ein besonderes Verhältnis zu Fliegen? Oder bitte? Haben Sie ein besonderes Verhältnis zu Fliegen? Also können Sie Fliegen töten? Also Fliegen, das ist mein Versuchsobjekt. Was heißt, da habe ich ein besonderes Verhältnis? Also die kuschelt man nicht. Nein, aber man hat irgendwie, also diese Embryonen sind einfach wunderschön. Das muss man einfach sagen. Wenn man denen zuschaut, wie die sich entwickeln und so, das ist einfach wirklich sehr, sehr attraktiv. Und auch die Fliege selbst ist attraktiv in einer gewissen Weise, also die Formen und so. Was aber ist denn daran attraktiv? Es ist eine schöne Struktur. Es sind schöne Strukturen. Also Tiere können sehr schön sein. Das ist ja mein Thema zur Zeit. Und also Fliegen sind nicht besonders schön, aber es ist ein wunderbarer Organismus. Und es ist faszinierend zu sehen, wie der sich entwickelt und was man da alles mitmachen kann. Und inzwischen ist er ja wirklich rauf und runter untersucht worden und wird auch benutzt, um sehr gründliche Untersuchungen an bestimmten Genwegen zu präzisieren. Und dann ist es eben leichter einfach zu sehen, ist das in der Maus auch so? Viel leichter, als es in der Maus selbst rauszufinden, nicht? Weil die Methoden viel weniger aufwendig sind. Generationszeit ist kurz, die Fliegen sind
klein, die sind billig zu züchten und viel weniger aufwendig als Mäuse oder Fische. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen in Ihrer Karriere. Sie waren ja immer eine der wenigen, oder zumindest am Anfang, eine der ganz, ganz wenigen Frauen. Sie waren die erste deutsche Frau, die den Nobelpreis bekommen hat, aber auch vorher schon waren Sie immer eine der ganz, ganz wenigen. Wie war das damals im Wissenschaftsbetrieb, ein Sonderling zu sein? Also im Studium war das kein Problem, in der Schule auch nicht. Ich war ja nur in der Mädchenschule und im Studium gab es viele Studentinnen, da gab es auch kluge Buben, aber es gab auch ein paar kluge Mädchen. Also das war eigentlich nichts Besonderes. Doktoranden, da gab es nicht viele. Aber auch das war eigentlich relativ normal. Erst später, wenn man dann so ein bisschen in die Führungsetagen kommt, also meine ersten diskriminierenden Erlebnisse hatte ich als Postdoktorandin. Was waren das für Erlebnisse? Naja, der Chef einfach von vornherein glaubte, dass Frauen keine gute Wissenschaft machen können. Das war ja damals noch sehr verbreitet und das war ja auch mit ein Grund, weshalb es nicht viele Frauen gab, die das überhaupt machten und auch noch weniger Frauen, die auch erfolgreich waren. Nicht? Also es wurde von Frauen einfach nicht erwartet. Also meine Mutter ist ja noch erzogen worden, rein für Kinderkriegen und Kinder erziehen. Die war Kindergärtnerin, ihre Schwester auch. Und da gab es überhaupt die Möglichkeit, also das kam gar nicht in den Bereich der Möglichkeiten. Und in meiner Generation war es auch nicht sehr viel besser. Also meine Schulkameradinnen, die wurden alle Volksschullehrerinnen. Und da gab es kaum eine, die irgendwie einen ambitionierten Beruf, eine hat Latein studiert, ist dann Lehrerin geworden. Und eine Kunstgeschichte oder sowas. Also es gab schon zwei, drei oder so, die dann studiert haben. Aber eigentlich war das damals wirklich noch eine ganz andere Zeit. Das hat sich sehr, sehr, sehr geändert. Das muss man Gott sei Dank sagen. Wir haben da auch, also ich habe mich da auch sehr stark für eingesetzt, dass es mehr Frauen in der Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel gibt und auch für die Förderung, damit man den Frauen auch so ein bisschen mehr Anregung gibt und sagt, das kann man machen, das geht. Aber damals war, ich glaube, mein Nobelpreis war, glaube ich, wirklich für viele wichtig, weil es zeigte, Frauen können das auch. Also das ist nicht so, dass Frauen für die Wissenschaft nichts taugen, sondern die haben aus vielen Gründen, kommen die nicht dazu, sagen wir mal, haben auch oft viel zu kleines Oeuvre, um irgendwie was zu bewirken. Aber sie können es im Prinzip, wenn sie wollen. Und das ist ganz wichtig gewesen, glaube ich. Es gab natürlich auch früher Frauen, Dorothy Crawford Hodgkins hat auch einen Nobelpreis Chemie gehabt, die war auch sehr anerkannt. Und Marie Curie natürlich, aber nicht so viele. Ne? Und es gab ganz bestimmt Männer, die sagten, ich habe das erlebt in der Max-Planck-Gesellschaft, in der Hauptversammlung, wo ein Professor aufstand und sagte, meine Verpflichtung sei eigentlich, Kinder zu kriegen und meine klugen Gene weiterzugeben, aber nicht selber zu forschen. Das könnte doch der Mann machen. Und seine Frau arbeitet bei ihm im Labor, aber sie hat natürlich Kinder und arbeitet ihm so zu und er sagt, was sie zu machen hat. Ja, das waren wirklich zum Teil unangenehme Erlebnisse. Und ich war leider nicht gut im Kontern und ich war schüchtern und zaghaft und habe mich eigentlich eher geniert dafür, dass ich eine Frau war, als dass ich stolz darauf war, die einzige Frau in so einem riesen Gremium zu sein und mich durchzusetzen. Aber Sie haben eine der ersten oder die erste Kinderkrippe, glaube ich, in der Max-Planck-Gesellschaft gegründet. Ja, na klar, sicher. Sie haben später eine Stiftung ins Leben gerufen, ja. Die CNV-Stiftung. Ja. Damals in den 90er Jahren waren die Kinderkrippen noch überhaupt nicht üblich und es war einfach auch nicht üblich. Und es war verpönt, wenn Frauen ihre Kinder mit von anderen erziehen ließen. Das war richtig, was, du kannst dein Kind nicht weggeben. Wozu kriegst du denn überhaupt ein Kind und so? Und das war richtig verpönt. Das hat sich ja total geändert. Inzwischen ist es ja so, dass man sagt, ihr müsst eure Kinder in die Kinderkrippen tun, früh, damit sie gescheit erzogen werden. Nicht? Und damit sie sozialisiert werden und damit sie die Freunde haben und damit sie auch Anregungen kriegen, die eine alleine Mutter mit einem Kind ihnen nicht so leicht bieten kann. Nicht? Ja, und da haben wir dann, da waren in meinem Institut, da hatten wir zwei Gruppenleiterinnen, die beide Kinder kriegten, jedes zwei. Und das Problem für die Kinder, irgendeine Kinderkrippe zu finden, war also nicht zu bewältigen. Und da haben wir halt dort selbst eine gegründet. Das haben die beiden auch auf die Beine gestellt, neben den Kindern und neben ihrem Beruf. Das war ganz schön anstrengend. Das war sehr, sehr, sehr schwierig.
Sie haben später eine Stiftung gegründet, 2004, glaube ich, um junge Wissenschaftlerinnen zu unterstützen bei haushaltsnahen Dingen, wenn sie eine Putzfrau brauchen. Inzwischen ist es so, dass also wir geben denen einen Zuschuss von... Ich glaube, Sie müssen Ihren Schal ein bisschen vom Mikrofon wegnehmen, sonst kriegen wir 400 Euro pro Monat, um sie von Haushaltsaufgaben zu entlasten und ihnen Zeit zu gewinnen, entweder mit den Kindern oder im Labor. Und da ist ein kleiner pädagogischer Hintergedanke auch noch dabei. Und meiner Ansicht nach ist es wirklich interessant, dass Frauen sich so selten Hilfen holen, sondern eigentlich meinen, sie müssten das alles selber machen. Ein alleinstehender Mann hat natürlich eine Putzfrau. Und wenn seine Mutter die Hemden nicht bügelt, dann gibt er die aus. Aber Frauen meinen, dass das gehört sich nicht. Und gerade wenn sie Kinder haben, ist es natürlich furchtbar. Da ist dann Chaos zu Hause. Und da habe ich eben einfach auch gemeint, wenn man einen Hochleistungsberuf hat, dann muss man lernen, sich Hilfen zu holen. Denn man kann nicht alles gut machen. Da hat man ja auch noch den Mann, mit dem muss man ja auch manchmal... Also was heißt muss, aber man möchte ja vielleicht dann doch mal auch noch ein bisschen ihr Leben haben und kann nicht die ganze Zeit sich nur abrackern, nicht? Und dass die sich dann abwechseln, wenn der eine Zeit hat, dann muss er die Küche putzen und die andere kann dann arbeiten gehen oder mit dem Kind spielen. Das ist ja auch nicht lustig. Ne? Und diese armen berufstätigen Frauen, die dann dem Sonntag immer die Waschmaschine laufen lassen müssen und die ganze Wohnung putzen, das ist doch nicht schön. Und da finde ich eben, das müssen die auch lernen. Also als Doktoranden haben sie natürlich kein Geld, da geht es nicht. Deswegen haben wir erst nur Doktorandinnen gefördert. Aber die Postdoktorandinnen, die haben dann meistens, haben ein Gehalt und haben einen berufstätigen Mann. Und da muss das eigentlich auch klappen. Also ohne, dass wir sie fördern. Aber wir machen das auch ein bisschen zum Ansporn und so. Wie hat sich denn die Situation der Frauen im Wissenschaftsbetrieb geändert seit diesen frühen Anfängen, seit der Zeit, wo sie quasi alleine da waren und man es angezweifelt hat, dass sie überhaupt ein Recht haben, da zu sein? Ja, es gab halt mehr. Und wenn es mehr gibt, dann gibt es auch mehr in Führungspositionen und dann gibt es auch mehr, die beteiligt werden an Entscheidungen. Und dann ist das ein bisschen eine Autokatalyse, die dann schon auch bewirkt, dass mehr kommen. Trotzdem glaube ich, dass das Ziel, was manchmal so gesetzt wird, auch in der Politik oder so mit 50%, halte ich für Illusion und falsch. Weil es ganz viele Frauen gibt, die das nicht wollen. Und sie können dann nicht die Quote beziehen auf alle Frauen, sondern sie müssen sie eigentlich auf die Frauen beziehen, die überhaupt berufstätig sind und das wollen. Nicht? Die Männer sind alle berufstätig und wollen das auch, aber bei den Frauen gibt es immer noch eine ganz große Schar, glaube ich, die ganz gerne zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert. Ich habe eine Nichte, die hat 4 Kinder, die denkt nicht dran zu arbeiten, die hat keinen Beruf und hat sich auch nie ausbilden lassen und sie ist wahnsinnig richtig glücklich mit ihren Kindern. Muss es auch geben. Und es gibt auch ganz, ich meine, das muss man auch sehen, bei aller Berufstätigkeit, die hat ja sehr zugenommen bei Frauen, ganz viele Frauen haben Halbtagsstellen. Und mit einer Halbtagsstelle können sie nicht besonders hochkommen in der Forschung. Da muss man wirklich einfach richtig viel arbeiten. Das hilft nichts. Ist das denn wirklich so oder ist das was, was einfach die Männer, die immer schon voll gearbeitet haben, so sagen? Und das heißt, die sagen das nicht, das ist ihre Konkurrenz. Und wenn sie selber arbeiten, dann wollen sie das auch. Dann wollen sie das schnell haben. Sie wollen natürlich ihre Ergebnisse auch schnell wissen. Und sie wollen mehr Experimente machen. Und wenn sie, das ist ein bisschen im Widerspruch. Und bei Politikerinnen ist es ja dasselbe. Da gibt es ja auch ganz viele, die sagen, ich habe keine Lust, jedes Wochenende Wahlkampf zu machen. Ich möchte zu Hause bleiben auch mal. Und ich habe auch diese, gut, man muss vielleicht nicht Abendsitzungen machen. Das hat sich ja auch, die Leute haben da sich auch ein bisschen angepasst. Früher waren immer die Seminare in der Zeit, wo die Kinder von der Krippe abgeholt werden mussten. Aber das hat sich jetzt geändert. Die sind jetzt aber mitten am Tag und das stört die Forschung ungeheimlich, ehrlich gesagt. Nee, man kann nicht alles wollen, das muss man einfach klar sagen. Und deswegen finde ich das falsch, dass auf die Frauen so ein Druck ausgeübt wird. Ich finde, es ist total erlaubt zu sagen, tschüss, ich mache da nicht mehr mit. Das ist mir einfach zu viel Stress. Und es ist einfach, das sind Hochleistungsberufe. Ich meine, Sportler will ja auch nicht jeder werden. Dressurreiterin mit Olympia-Anspruch, die hat auch ganz schön zu arbeiten, ne?
Das ist halt so. Bräuchte nicht es jedermanns Sache, aber manche mögen es. Bräuchte es denn mehr Frauen Ihrer Ansicht nach? Also bringen Frauen andere Qualitäten in den Wissenschaftsbetrieb rein als Männer? Nein. Also nicht in der exakten Wissenschaft, da zählen Ergebnisse und da zählt die Natur und ob man was rauskriegt. Es gibt besonders viele Frauen in Embryologie, zum Beispiel in meinem Gebiet gibt es relativ viele Frauen. Und es war interessant, in Deutschland war das noch nicht so, aber in den USA, in den Konferenzen so um die 90er Jahre oder so, da waren 30% der Teilnehmer Frauen. Und da dachte ich immer, oh, hier bin ich Wildtyp, das ist einfach schön. Ne? Das war sehr angenehm. Und da waren die mit einem viel größeren Selbstbewusstsein und einer Professionalität, die wir in Deutschland noch längst nicht hatten. Nicht? Das ist schon, die haben ja auch viel früher angefangen, diese Affirmative Action zu machen, dass sie sagten, bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt eingestellt. Das machen wir ja inzwischen auch. Und ich finde, das können wir nicht mehr lange machen, denn dann gibt es Diskriminierung gegen alte, weiße Männer. Und das darf man auch nicht haben. Ne? Das ist auch schwierig. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und da gibt es auch Fälle, viele Fälle, wo die Frauen vorgezogen werden, die nicht besser sind als die Männer oder noch nicht immer annähernd so gut. Und das ist nicht so, ich meine, man möchte doch nicht den Spieß umdrehen, eigentlich. Also am besten ist es, man guckt da gar nicht hin und frage nicht nach Mann und Weib. Also das ist einfach, das ist jetzt ein Goethe-Zitat gewesen, aber ich meine, das ist einfach in professionellen Berufen, ist es egal, welches Geschlecht man hat, es kommt auf die Leistung an. Und das sieht man meiner Ansicht nach sehr deutlich bei der Musik. Da ist es ja inzwischen auch so, dass in den Orchestern mehr als die Hälfte der Musiker Frauen sind. Und das ist inzwischen auch, und bei den Sängern natürlich auch pari pari, klar. Und ich habe da auch das Gefühl, inzwischen wenigstens, es war nicht immer so, es gab ja noch Orchester, die hatten gar keine Frauen, aber jetzt inzwischen haben sie alle Frauen. Und jetzt gibt es auch tolle Dirigentinnen und das wird auch total anerkannt und geschätzt. Und ich habe da ein bisschen das Gefühl, dass also wenigstens bei den Instrumentalmusikern, also Pianisten, Geigern und so, das Nullrolle spielt. Und es ist auch so, ist es gut. Ne? Sie haben die Musik erwähnt, damit mache ich eine gewagte Überleitung zu einem Thema, was wir schon mal ganz kurz angeschnitten hatten, nämlich die Schönheit. Sie haben ein Buch geschrieben, Die Schönheit der Tiere. Was haben Sie da untersucht, beziehungsweise was schreiben Sie da? Also mein eigenes Forschungsgebiet ist zurzeit, ist schon lange, hat sich sehr gewandelt von den Fliegen zu den Fischen. Wir haben in den 90er Jahren mit den Fischen angefangen und seit 10 oder 12 oder so Jahren erforschen wir, wie die Zebrafische zu ihren Streifen kommen. Das ist ein wunderbares, regelmäßiges Muster von blau-gelben Streifen und es ist eigentlich faszinierend zu sehen, wie das entstehen kann. Nahe Verwandte haben ganz andere Muster. Und es ist ein Phänomen, wo keiner einem sagen kann. Und es wirklich völlig unbekannt war, wie wir angefangen haben. Da wusste man weder, wie die Muster gebildet werden, da wusste man auch nicht, wo die Zellen herkamen und hatte eigentlich wirklich null Schimmer. Ne? Und da haben wir jetzt da doch ganz schön viel erforscht und das fasziniert mich. Und die eigentliche Frage, die wir jetzt haben, die nah verwandten Arten von Zebrafisch sehen anders aus. Die haben gar nicht horizontale Streifen, sondern manche sind gepunktet, manche haben vertikale Streifen. Und da gibt es dann halt viele Fragen, die man sich überlegen kann. Warum sind die überhaupt so bunt? Was hat das für eine Funktion? Ist es nur dazu da, uns zu erfreuen, wenn wir ins Aquariengeschäft gehen? Oder hat es für die Tiere auch eine Funktion? Und da habe ich halt mal ein bisschen drüber nachgeforscht und nachgedacht. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, wo die erste Hälfte über solche mehr philosophischen Fragen geht und dann die zweite Hälfte dann einfach, wie kommt die Farbe in die Haut, wie färben sich Tiere, also auch Insekten und besonders dann auch beim Fisch, was wir herausgefunden haben und wie wir dann herausfinden wollen, das ist noch nicht ganz gelungen, welche Gene bei der Evolution eine Rolle spielen, wie werden die verschieden? Das ist ja Biodiversität in höchster Form und es ist unglaublich faszinierend. Und eben, es ist erstaunlich, dass man wirklich nichts weiß. Also wie der Tiger zu seinen Streifen kommt oder das Zebra, können Sie nirgends nachlesen, das weiß keiner. Und bei den Vögeln, glaube ich, kriegt man es auch nie raus. Also wie ein V schön wird, das ist also einfach ein absolutes Wunder.
Aber warum hat denn der Zebrafisch seine Streifen? Der hat die zur Arterkennung, nicht? Die machen Schwärme und die müssen ja wissen, mit wem sie gehen, sonst kriegen sie keine fruchtbaren Nachkommen, nicht? Und viele Fische haben diese Streifen zur Arterkennung und auch zur Schwarmbildung. Andere zum Anlocken von Weibchen oder Männchen, je nachdem. Es gibt also ganz viele unterschiedliche Formen da. Also es gibt Tiere, wo die Weibchen schön sind und die Männchen sie auswählen. Und es gibt, also viel häufiger ist es, dass die Männchen schön sind und die Weibchen, die sich aussuchen. Oft sind die Weibchen dann ganz unscheinbar gefärbt, das liegt aber daran, dass sie brüten müssen und deswegen nicht entdeckt werden dürfen. Und die Männchen, die laufen weg, nachdem die Paarbildung stattgefunden hat und fliegen weg und dann können sie sich ja wehren oder können wegfliegen, wenn ein Verfolger kommt. Aber woher wissen Sie, dass zum Beispiel der Pfau sein Pfauenrad schön findet? Der findet es nicht schön, der weiß das gar nicht. Die Frau findet es schön. Die Frau Pfau. Ne? Und es ist bei denen wirklich, das auch bei Paradies, gehen Sie mal ins Internet und machen Paradiesvögel und YouTube. Da sehen Sie Sachen, das ist unglaublich. Da gibt es Paradiesvögel, die machen einen Leck, die putzen erstmal so eine Bahn, also so eine richtige Arena, wo der Boden geputzt wird, alles glatt und sauber. Und dann machen die Tänze, spreizen ihre Flügel, beulen irgendwelche blauen Farben aus irgendeiner Kehle und das ist einfach unglaublich. Und die Frauen, die unscheinbar am Rand, gucken zu. Also das ist, diese Farben und Muster spielen eine ganz, ganz große Rolle bei der Partnerwahl. Einfach bei der sexuellen Anmache, ganz klar. Nicht? Und das ist bei Menschen nicht in dem Maße da, aber wir haben auch schöne Haare und wir haben schöne Farben, also Hautfarben oder was, kann auch sehr attraktiv sein, aber der Mensch hat halt gelernt, sich zu schmücken. Und das ist das einzige Tier, was sich schmückt. Das einzige Tier, was sich in den Spiegel guckt. Ne? Und das ist übrigens, finde ich, und das ist eigentlich was, was noch nicht so richtig angekommen ist, aber ich finde, das ist ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, eindeutig. Also man redet ja immer davon Sprache und Werkzeug und aufrechter Gang und so Sachen, aber das sich schmücken ist also hundertprozentig menschenspezifisch. Und ich glaube, da gibt es einen besonderen Instinkt, der in kleinen Mädchen mit 2 Jahren erwacht, wo sie anfangen, der Mutter den Lippenstift zu klauen und sich ununterbrochen in den Spiegel anzugucken. Ne? Und ist der einzige Sinn dieser Schönheit, auch dieses Schmückens, um schön zu sein, die Paarung? Oder? Nein, das ist, glaube ich, auch, also das ist ein soziales Attribut, nicht? Das ist also in ganz vielen sozialen Kontexten wird das bei Tieren auch benutzt, also auch Warnung, Wespen, die schwarz-gelb gestreift sind, um zu sagen, halt, 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 bitte nicht mich essen, ich bin giftig, nicht? Und da gibt es ja dann ganz viele andere Insekten, die ähnlich gestreift sind und auch giftig sind, und dann gibt es welche, die machen das nach, die täuschen und sind gar nicht giftig und haben aber auch dieses gelb-schwarze Muster. Die wissen das alle nicht, aber das funktioniert. Und es funktioniert bei der Arterhaltung und auch bei der Diversität. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich. Tarnung ist auch sowas, nicht? Chamäleon, was sich dann anpasst an die, oder Flunder, die sich anpassen können an den Untergrund. Wunderbare Phänomene gibt es da. Ganz interessant, ja, finde ich. Also, aber ich bin ja Biologe. Hat diese Schönheit, die Sie da sehen, Einfluss auf Ihren Blick der Natur? Nochmal. Hat diese Schönheit einen Einfluss auf Ihren Blick der Natur? Also finden Sie oder glauben Sie, dass die Menschheit eher was schützt, was sie schön findet? Also ich finde die Natur, da gibt es wahnsinnig schöne Sachen, natürlich, klar. Ich weiß jetzt nicht, was... Es geht mir darum, ob man diesen Begriff der Schönheit beziehungsweise dieses Phänomen, dass wir Dinge schön finden, dafür nutzen kann, dass man den Leuten auch klar macht, dass man es bewahren muss. Ja, das wäre gut, wenn man das machen könnte. Nicht, aber ja, sicher, klar. Und jeder jammert, wenn die schönen, ja, nicht nur die schönen, ja, die schönsten sind natürlich auch gefährdet. Aber die Paradiesvögel zum Beispiel, die gibt es ja hauptsächlich in Ländern, wo es keine Raubtiere gibt. Ne? Also in Papua-Neuguinea, glaube ich, da gibt es gar keine Tiger und Löwen oder irgend sowas. Ich glaube, es gibt keine Raubkatzen. Und deswegen können die sich leisten, so wahnsinnig schön zu sein. So wahnsinnig schön zu sein. Und das ist einfach, also es ist, finde ich, immer wieder wunderbar. Ich gehe auch gerne in den Zoo und gucke mir das an, ehrlich gesagt. Ja. Und Vögel sind begeisternd schön. Und das ist ein Phänomen, was, glaube ich, dass wir nie lösen werden, wie Vögel das machen.
Weil da gibt es ja auch Grenzen, was man überhaupt erforschen kann. Also mit den Fischen haben wir schon im Tierschutzgesetz ziemliche Mühen und Auflagen und ganz viele Kontrollen und Anträge und was weiß ich, obwohl die Eier zu Hunderten gelegt werden und eigentlich niemandem was weggenommen wird und auch keine Gefahr besteht, dass die Fische, die wir im Tank haben, aussterben oder irgend sowas. Aber bei Vögeln ist es halt so, da müssen sie eigentlich ins Ei rein. Und bei Mäusen müssen sie, oder bei Säugetieren muss man in das Weibchen rein, weil die Streifen entstehen während der Schwangerschaft nicht. Und da sehen Sie gar, können Sie sich überhaupt keine Versuche ausdenken mit Tigern oder Katzen. Fällt einem einfach nichts ein, was man da machen kann. Das heißt, man wird es nicht rauskriegen. Und wir können aber mit den Fischen Sachen rauskriegen, die man unter Umständen, wo man auch sagen kann, plausiblerweise könnte das auch beim Tiger oder beim... Also wir haben schon einen Mechanismus, wo wir denken, dass man mit dem auch erklären könnte, wie die senkrechten Streifen bei Zebras oder bei Tigern entstehen. Aber beweisen können wir das nicht. Ich dachte, die Zebras haben ihre Streifen, damit sie sich vor den Fliegen schützen können. Also das weiß keiner so genau. Aber sie haben auf jeden Fall die Streifen, um sich gegenseitig zu erkennen. Denn sie laufen ja auch immer zusammen. Und die Antilopen laufen zusammen, die haben dann irgend so ein, am Schwanz so ein schwarz-weißen Ding oder was und die können sich gut erkennen, die können ja wunderbar sehen. Also man tut immer so, als kann nur der Mensch die Unterschiede sehen, aber Vögel können unglaublich gut sehen, Fische auch. Fische ist ein bisschen schwieriger, weil das im Wasser natürlich auch nur geht, wenn es hell genug ist. Aber es gibt ja unter Wasser dann auch andere Mechanismen. Wenn Sie über die Schönheit der Tiere sprechen, was denken Sie oder was fühlen Sie, wenn Sie die Zahlen lesen, wie viele dieser Tiere und Pflanzen wir zurzeit verlieren? Wir sind in einer der größten Aussterbewellen der Menschheitsgeschichte bzw. der Erdgeschichte. Da muss man eigentlich furchtbar viel, sehr, sehr stark sich einsetzen, dass das gestoppt wird. Also auch das Insektensterben in Deutschland ist, also auch hier in Europa wahrscheinlich, europaweit, ist also ganz bedenkenswert. Und bei den Vögeln ist es auch so, dass viele einfach keinen Habitat mehr haben. Und das ist halt auch eine Frage, wie sollen wir leben? Ich meine, ich war jetzt das war 2019 in China. Ja, in so einer Riesenstadt mit mehr als 12 Millionen Einwohnern und ein Hochhaus am anderen, da kann man an Natur gar nicht denken. Da macht man irgendeinen Park mit irgendwelchen künstlichen Gummibäumen oder was. Aber that's it, das ist einfach aus. Das geht nicht. Aber wir wollen, glaube ich, hier das nicht ganz so haben. Und unsere Großstädte sind ja auch Steinwüsten und ich bin immer verzweifelt, wenn ich in Berlin oder in Frankfurt bin, weil ich immer auf den Boden gucke und denke, wo ist denn jetzt hier mal irgendwo Erde und Pflanzen oder so, nicht? Und die geben sich Mühe und haben Anlagen, aber das ist natürlich auch nichts. Also was wir bräuchten, glaube ich, ist, dass man einfach einen Großteil unserer Landwirtschaft genutzten Fläche und auch unserer sonst bebauten Fläche wieder zurückführt in einen einigermaßen natürlichen Zustand und größere Naturschutzgebiete einrichtet. Dazu muss man aber auch die landwirtschaftlich genutzte Fläche verringern und dann muss man sehen, dass man die effizienter bewirtschaftet. Welche Rolle kann die Wissenschaft dabei spielen? Naja, zum Beispiel die Pflanzenzüchtung kann ganz entscheidend dazu beitragen, dass man Sorten züchtet, die widerstandsfähig sind, keine Chemikalien, nicht so viel Chemikalien brauchen, die mit wenig Dünger auskommen, die resistent sind gegen Schädlinge. Und das ist ganz wichtig. Resistenz gegen Schädlinge ist das Allerwichtigste bei Pflanzen. Dann gibt es noch Ertrag natürlich, das kann man auch durch Züchtung verbessern. Man kann auch durch Züchtung die dazu kriegen, irgendwelche Inhaltsstoffe zu machen, die sehr begehrt sind, also ungesättigte Fettsäuren, ach, whatnot, irgendwas. Das kann man machen, also kann man im Prinzip machen. Man darf es nur nicht. In Deutschland ist es praktisch verboten. Und wird überhaupt gar nicht gemacht. Und wenn Sie auf einer Milchflasche oder einer Milchtüte sehen, ohne Gentechnik, ist das eigentlich ein Hohn, weil es in ganz Deutschland nicht eine einzige gentechnisch veränderte Pflanze gibt. Außer in Gewächshäusern und in den Labors, nicht? Das ist ja total blockiert, weil die Gesetze so schwierig, so streng sind, dass keiner sich traut, so Pflanzen anzubauen. Sie waren von 2001 bis 2006 Mitglied des Ethikrates. Ja. Da wurde das leider überhaupt nicht diskutiert. Die Leute haben sich nur für Stammzellen und Embryonen interessiert. Sind Sie deshalb wieder rausgegangen? Die fanden, das gehört nicht dazu. Und das ist eigentlich, finde ich, das ist ein Riesenfehler. Aber die Leopoldina, die Akademie der Wissenschaften, die setzt sich jetzt da sehr stark für ein. Und ich hoffe, dass die auch dann irgendwie...
Woher meinen Sie, kommt dieses Zurückschrecken gerade in Europa? Wenn Sie sagen, in anderen Weltregionen gibt es das und es ist nicht das Grauen aufgetreten, was man hier erwartet. Also die Amerikaner sind da unbefangener. Die denken, wenn das funktioniert, dann ist doch prima. Und es ist natürlich auch viel preiswerter, Pflanzen anzubauen dort als hier. Und es ist ja auch, die werden ja schon seit 20 Jahren weltweit in großen Flächen angebaut. Und es ist noch nie was Schlimmes passiert. Und wenn hier die Leute sagen, wieso, wir wissen das doch gar nicht, vielleicht entsteht da irgendwas, kann man nur sagen, so viel ausprobiert ist noch nie worden. Das ist einfach wirklich, und es ist auch so, das muss man sich auch klar machen, die meisten Leute kennen sich nicht so besonders gut in Agrartechniken aus und wissen auch nicht, dass normalerweise die Pflanzen, die wir auf dem Acker haben oder in den Gärten, einfach geschützt werden müssen, sonst wachsen sie nicht. Nicht? Also die sind einfach, die haben durch die Züchtung und dadurch, dass sie dann auch weniger giftig sind und schöner aussehen und größere Äpfel haben oder so und dünnere Häute, haben einfach die Widerstandsfähigkeit verloren. Und wenn die in die freie Wildbahn gehen, dann sind sie hin, ganz schnell. Die werden sofort von den wilden Pflanzen verdrängt. Also da ist keine große Gefahr, dass das irgendwie sich ausbreitet. Ne? Was ja viel gefährlicher ist, wenn man Pflanzen oder auch andere Organismen aus anderen Ländern irgendwo einschleppt. Da gibt es ja auch ganz schlimme Geschichten. Die sind viel, viel, viel schwieriger, weil das sind natürliche Pflanzen, die dann in eine Umgebung kommen, wo sie keine natürlichen Feinde haben. Und das kann dann auch ziemliche schlimme Sachen geben. Aber mit den gentechnisch veränderten Pflanzen ist bisher nichts, ist kein Unfall passiert bisher. Inwieweit oder wie kann denn die Genomforschung oder die Gentechnikforschung da wirklich helfen? Sie sagten, resistentere, robustere Arten zu züchten? Ja, dass man einfach die Menge an Spritzmitteln spart. Ohne Spritzen kommen sie nicht hin. Ich meine, ich weiß nicht, ob sie einen Garten haben, aber probieren sie mal einen Blumenkohl hochzuziehen. Das ist gar nicht einfach. Nicht? Der ist sofort von irgendwelchen Kohlweißlingen umringt und hat alles voller Raupen und da müssen sie also wirklich viel arbeiten, um das ohne Spritzen, ich mache das schon längst nicht mehr, also das geht gar nicht. Ne? Und da ist ein großes Anwendungsgebiet. Dann gibt es natürlich auch noch Klimawandelsachen, dass man Pflanzen anpassen möchte an eine robustere, also Resistenz gegen irrsinnige Klimaschwankungen, das gibt ja auch da Riesenunterschiede und das bringt auch viel. Auch Blühzeiten oder Fruchtzeiten kann man züchten. Man kann auch was anderes, was ich auch ganz wichtig finde, Salzresistenz. Es gibt so viel versalzene Böden, auch so Marschland, wo dann nichts mehr wächst. Und da kann man auch, das ist schwierig, das ist ziemlich schwierig, aber man kann da, wenn da mal ein bisschen losgelegt würde und dann auch das verbreitet würde und viele Leute sich darum kümmern würden, dann könnte man da wirklich ganz schnell richtig interessante neue Sorten züchten. Und was man auch machen kann, man kann eben andere Pflanzen in Kultur nehmen, als die wir jetzt haben. Wir haben ja diese riesigen Felder mit Mais, das ist ja schrecklich, der gehört ja hier eigentlich gar nicht hin, nicht? Aber wir können auch andere Pflanzen anbauen, wenn die eben genügend gezüchtet werden, dass sie robust genug sind, um sich auf so einem Acker auch zu halten. Nicht? Also da finde ich, da machen wir einen Riesenfehler, wenn wir das nicht bald, also gerade die moderne Methode, die da die Jennifer Doudna auf ihrer Hand hat, die CRISPR-Cas-Methode, die müssen wir einfach zulassen. Und die müssen auch, was die Deutschen noch nicht kapiert haben, wir hatten das Gleiche mit der roten Gentechnik. Nicht in den 80er Jahren, da war ja das ganz verpönt und da wurden ja richtige Werke geschlossen, weil also das Insulin zum Beispiel durfte nicht in Deutschland gentechnisch hergestellt werden. Es wurde dann schließlich importiert aus Dänemark und mit riesem Aufwand eine bestehende Anlage nicht in Betrieb genommen. Und dann irgendwann ist es gekippt und inzwischen gibt es ganz, ganz viele Medikamente, die auf gentechnischer Basis hergestellt werden. Und keiner weiß es und keiner kümmert sich drum und alle sind froh. Und es ist auch gut. Es ist wirklich ein Segen, dass man das menschliche Insulin von Bakterien herstellen lassen kann. Viel, viel besser als dauernd Kälber zu schlachten und dann ein Insulin zu haben, was gar nicht artspezifisch ist. Nicht? Ja. Also da haben wir ja, da ist ja keine Diskussion mehr. Nicht? Und das sollte man jetzt auf die Pflanzen eben auch übertragen, denke ich mal. Und da kann die Wissenschaft noch sehr viel tun. Da hat sie auch, also in der
Medikamentenentwicklung mit gentechnischen Methoden hat sie auch schon sehr viel getan. Glauben Sie, dieser Widerwille gegen die Wissenschaft oder dieses, dass man sagt, oh, das kennen wir aber nicht, das wollen wir gar nicht haben, was bei der grünen Gentechnik ja der Fall ist, ist durch die Corona-Pandemie, wo wir alle auf einmal gezwungen waren, uns mit Wissenschaft zu beschäftigen, etwas abgeflacht, dass die Leute also, vielleicht diese Hemmschwelle nicht mehr haben? Also ich glaube, viele Leute haben kapiert, dass es sich lohnt, sich ein bisschen zu kümmern, was ein Virus ist und was ein Bakterium ist und was ein Impfstoff ist und wie das funktioniert und dass man da doch also eigentlich ein bisschen wissen will, was mit einem geschieht. Und das ist ja auch ein Wunder, dass die das so schnell hingekriegt haben. Also da muss ich auch sagen, also das Schimpfen auf die Wissenschaft sollte man sich eigentlich jetzt verkneifen. Das ist absolut toll, was die in Mainz da hingelegt haben. In einer affenartigen Geschwindigkeit, mit einem kolossalen Grundlagenwissen, was sie vorher schon hatten. Das kann man nämlich nicht so aus dem Ärmel schütteln und auch wenn man das Virus noch gar nicht gekannt hat, die haben sich sofort, die mussten sich nur die Sequenz anschauen und dann konnten sie schon sozusagen das entwerfen, was der Impfstoff dann sein wird. Und dann haben sie 20 Varianten ausgetestet und die letzte, die war es dann, die so erfolgreich war. Das ist eine absolut tolle Geschichte. Und da kann man nur sagen, das ist ein wirklich gutes Beispiel für den Wert von Grundlagenforschung. Denn das war Grundlagen, also sie wollten eigentlich erstmal, nein, es war eine medizinische Forschung. Sie wollten Medikamente Krebs. Gegen Krebs machen, ja. Also den Körper dazu kriegen, seine eigenen Abwehrmechanismen zu aktivieren durch Immunisierung. Ne? Also Immunisierung heißt also, dass der Körper Abwehrstoffe selbst macht gegen einen eingebrachtes Molekül, was ihn dazu anregt, die richtigen zu machen, die dann seinen eigenen Krebs bekämpfen. Und in dem Fall von Corona, also dieses Spike-Protein, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was das Virus so mitbringt. Und das ist eben dann sehr wirksam. Wenn Sie den Antikörper dagegen haben, dann werden Sie eben nicht infiziert. Dann wird das gleich geschnappt und tot gemacht. Ne? Also das finde ich, das ist einfach toll, dass wir hier jetzt sitzen können. Das wäre nicht möglich. Nicht? Also es ist toll. Schade, dass die dieses Jahr den Nobelpreis nicht gekriegt haben. Aber ich glaube, da spielt halt dann noch, das war bei Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier hat es ja auch 4 Jahre oder so gedauert. Die haben ja auch einen Preis am anderen gekriegt und alle wussten, dass die müssen den Nobelpreis kriegen, ganz klar. Aber ich glaube, das Nobelkomitee ist eben wahnsinnig vorsichtig und die holen dann noch Gutachten über Gutachten ein und das dauert, bis die Leute dann auch sicher sind, wer war jetzt wirklich der Erste und wer hat da noch einen ganz großen Beitrag gehabt und so. Aber also mit der Benefit for Mankind, also da sind es BioNTech, da kann man nichts. Sie haben ja immerhin den Leibniz-Preis dieses Jahr bekommen. Naja, jetzt haben Sie auch den Paul-Ehrlich-Preis gekriegt, zusammen mit der Ungarin, mit der Kariko, die auch einen sehr wichtigen Beitrag da geleistet hat. Wir haben, ganz am Anfang hatte ich gesagt, Sie dürfen sehr gerne Fragen stellen. Wir sind schon fast am Ende. Von daher, wenn Sie Fragen haben, sagen Sie Bescheid, heben Sie einfach die Hand. Wir haben das Mikrofon da hinten und wir haben auch schon eine Frage aus dem Chat. Die lese ich einmal vor. Was halten Sie von der Lösung des Proteinfaltungsproblems durch AlphaFold? AlphaFold ist, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, ein Algorithmus, mit dem man Proteinstrukturen vorhersagen kann. Also Proteine sind ja lineare Ketten von Aminosäuren und die müssen sich spezifisch falten, um ihre Funktion erfüllen zu können. Also die Faltung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und da gibt es normalerweise im Körper Chaperone, die machen das. Und die Struktur eines Proteins wird normalerweise bestimmt durch Röntgenstrahlenkristallographie und durch NMR und andere bildgebende Verfahren, Mikroskopie auch inzwischen, Elektronenmikroskopie. Aber man kann auch, wenn man viel weiß, über wie die Aminosäuren miteinander interagieren, kann man auch zum gewissen Grad die Strukturen vorhersagen. Und das haben die Leute auch schon seit zig Jahren gemacht und werden immer besser. Aber dann gibt es jetzt eben diese eine, aufgrund von künstlicher Intelligenz entwickelten AlphaFold-Methode, also von einem Programm, ich weiß nicht, da ist gar kein Mensch dahinter, sondern offenbar künstliche Intelligenz. Und das soll wirklich alles schlagen, was bisher da gemacht worden ist. Es ist so wie beim Schach, dass da auf einmal die Sachen dann auch
besser in manchen Zusammenhängen besser funktionieren. Vielleicht nur einfach, weil die so viel ausprobieren können. Das ist ja eigentlich der Witz von den Computern, dass die einfach unglaubliche Datenmengen durchrasseln lassen können. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich da wirklich nicht im Detail aus. Ja. Die Frage hatte noch einen zweiten Teil dieser Frage, die ist nämlich, was halten Sie von modernen mathematischen die Systembiologie. Biologischen Ach, Ansätzen ja, ja. zur Lösung biologischer, biochemischer Fragestellungen? Ach, das ist ganz hilfreich, aber meistens kriegen Sie die Antworten nicht. Naja, ich meine, mit der Systembiologie, da macht man Korrelationen. Man nimmt einfach unheimlich viele Daten und misst Häufigkeiten aus, wie häufig ist was zusammen oder wie häufig nicht und kann daraus irgendwelche Wahrscheinlichkeiten errechnen für irgendwas. Aber ob es stimmt, das wissen Sie nie. Da müssen Sie ein Experiment machen. Das müssen Sie eigentlich stören und dann gucken, ob was bei rauskommt. Meistens macht es gar nichts aus. Nicht? Also das ist leider so, dass man mit dieser Systembiologie eigentlich keine besonders guten Antworten kriegt normalerweise. Man kriegt mal Vorschläge, was man vielleicht mal machen könnte. Also bei unseren Fischmustern zum Beispiel, da gab es auch lauter solche Theoretiker, die uns da was vorgerechnet haben. Hat überhaupt nichts gebracht. Auch bei den Fliegen nicht. Hat einfach nichts gebracht. Muss ich leider sagen. Das Experiment ist einfach nötig und auch die Kenntnis des Organismus ist nötig. Nicht ein KI-Mensch, der sitzt da am Computer, der hat aber keine Ahnung, wie so ein Tier aussieht oder der Mensch oder innen oder nicht, wirklich nicht. Und der sieht nur Zahlen. Und wie kann der dann, also die Methoden sind fabelhaft zum Teil, die mathematischen Methoden, die anwenden können. Und man kann mit diesen Methoden auch Datenanalyse, das machen wir auch, also dass man Datenanalyse betreibt, die sehr hilfreich sein kann. Also Sachen, die man früher auch nicht konnte und wo die künstliche Intelligenz wirklich viel bringt. Aber ich glaube, man kommt nicht drum herum, am Schluss doch nochmal den Organismus zu fragen. Und es ist es natürlich auch so, bei jeder Medikamentenentwicklung müssen hinterher die Tests gemacht werden. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir haben noch eine Frage, die geht auf Ihre eigene Zukunft. Welche sind Ihre nächsten Absichten für Ihre eigene Forschung? Woran werden Sie als nächstes arbeiten? Also nächste Woche werde ich 79. Und ich finde, irgendwann muss man auch mal zugeben, dass man einfach nicht mehr so viel forschen kann. Ich habe noch einen Mitarbeiter, der wird auch weiter an diesem Projekt forschen. Und ich werde weiter in meinem Büro sitzen und mich viel mit ihm unterhalten und seine Forschung begleiten und diskutieren. Und da gibt es noch ganz viele Fragen, die jetzt brennen eigentlich. Auch mit den, wir haben jetzt inzwischen 8 verschiedene Arten in den Tanks und mit denen können wir jetzt auch mal endlich arbeiten, denn die haben eine ganze Zeit lang keine Eier gelegt und wenn sie keine Eier legen, können sie auch nichts machen. Und das geht jetzt und das ist wirklich sehr spannend und das werden wir auch weitermachen. Biochemie aktuell. Genau, was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Forschungsgebiet der Biochemie aktuell? Also das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also Biochemie. Ich bin kein Biochemiker. In der Entwicklungsbiologie, ja, die ist nicht mehr so modern. Jetzt ist alles, jetzt macht man alles mit Systembiologie. Und da gibt es eben, es gibt viele alte Fragen, die noch immer nicht gelöst sind, obwohl die schon sehr alt sind. Und das ist eigentlich auch, da verlischt irgendwann mal so das Interesse. Aber wir wissen immer noch nicht so genau, wie diese Gradienten zum Beispiel entstehen. Also die Ungleichheiten, die da auch stabil sind und die dann auch in konstellationsabhängiger Weise was bewirken. Also da gibt's Phänomene, die sind einfach, wenn man da ein bisschen reinbohrt, gar nicht verstanden. Und da würde man gern mehr wissen. Also jetzt ich mehr wissen, aber es gibt natürlich auch, weiß nicht, Stoffwechsel, da gibt es auch sicher viele, viele interessante Sachen. Wenn wir das Feld ein bisschen öffnen von der Biochemie, wenn Sie jetzt nochmal 20 wären, nochmal anfangen könnten, wo würden Sie hingehen wollen? Was würden Sie erforschen wollen? Das habe ich mir auch mal überlegt, aber es ist mir, ich weiß, im Moment fällt mir da gar nichts Besonderes ein, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich ganz froh mit meinem jetzigen Gebiet. Ich habe ja schon ziemlich häufig das Gebiet gewechselt und das braucht immer eine Weile, bis man dann wirklich auch mal ernten kann. Und ich habe im Moment kein besonderes Bedürfnis, mir da noch was Frisches auszudenken, ehrlich gesagt. Im Gegenteil, ich komme wieder ein bisschen zurück auf die alten Forschungen, die wir mit den Fliegen gemacht haben und bin im Moment da ein bisschen dran, darüber nachzudenken, was da noch Spannendes kommen könnte. Ja. Dann haben wir noch eine Frage, die Sie, glaube ich, fast schon beantwortet haben. Wem würden Sie den nächsten Nobelpreis für Medizin verleihen? Na, Ugo Sahin und Özlem Türeci und vielleicht noch
die Frau Katalin Carrico. Ja, Carrico, würde ich sagen. Ja, die drei, die den auch jetzt den Paul-Ehrlich-Preis gekriegt haben, würde ich sagen, ja. Ja, wunderbar. Und da, der ist echt für Medizin. Und bei mir war das ja eigentlich so ein bisschen, naja. Wir haben eine Frage hier aus dem Publikum. Sie müssten ganz kurz warten, bis der Kollege mit dem Mikrofon kommt. Und dann dürfen Sie ja, Stichwort Fliegen. Ich fand es ganz toll, dass die Regie es hinbekommen hat, dass hier immer mal so eine Fliege durchgesaust ist. Ich weiß nicht, ob Sie das alle bemerken. Das war ganz schön teuer. Das haben wir extra gemacht. Das nur als Eingangsbemerkung. Ja, ich fand das ausgesprochen spannend, Ihnen hier zuzuhören und habe die Frage an Sie, was kann die Politik tun, um Forschung zu unterstützen? Wir stehen ja jetzt vor einer neuen Regierung. Da werden auch Weichen neu gestellt, vielleicht auch für den Forschungsbereich. Man hört ja immer wieder, dass in Deutschland nicht so viel Mittel für Forschung bereitgestellt werden, als wie zum Beispiel wie in Amerika. Wie ist da Ihre Haltung? Was wünschen Sie sich da sozusagen von der politischen Seite? Also Deutschland ist kein schlechter Forschungsstandpunkt. Das ist, glaube ich, wirklich so. Auch die Universitäten sind besser als ihr Ruf. Die Studenten werden gut ausgebildet. Deutsche Studenten werden im Ausland sehr, sehr gern genommen als Doktoranden oder als Mitarbeiter. Also wir können uns da nicht, wir brauchen uns da wirklich nicht verstecken. Was ich bedauere, aber das ist auch hier in Deutschland vielleicht sogar nicht so schlimm wie in anderen Ländern, die Allgemeinbildung der Menschen ist so gering. Also jetzt, das war mit der Corona-Krise so interessant, dass dann plötzlich auf einmal Leute anfangen nachzudenken und auf einmal lernen, was der Unterschied zwischen einem Virus und einem Bakterium ist. Aber meistens haben sie es vorher nicht gewusst. Kaum einer weiß, was ein Gen ist. Es wird zwar jetzt dauernd gesagt, das ist die DNA der Partei oder die von DNA von irgendwas, aber eigentlich, die meisten Leute wissen wirklich ganz schlecht Bescheid. Und dann kommt die Forschungsministerin und sagt, wir sollen besser erklären, die Wissenschaftler sollen besser erklären. Es ist gar nicht einfach, komplizierte Sachverhalte jemandem zu erklären, der überhaupt keine Grundlagen hat. Und wenn Sie immer wieder zurückgehen müssen, wissen Sie noch mal, was ein Protein ist, soll ich noch mal erklären, dann kommen Sie nicht weiter, dann kommen Sie nicht zu den eigentlich interessanten Fragen. Das geht gar nicht. Und da finde ich, meiner Ansicht nach, musste man unbedingt den Biologieunterricht in der Schule fördern. Das sind so die Grundlagen. Nicht? Also auch wenn wir über die Diversität, Artensterben und sowas, da muss man ja auch was wissen. Da muss man ja auch Bescheid wissen, was es so gibt und wie die Anforderungen von, wie die Lebensbedingungen sind von Tieren und Pflanzen und wie der Stoffwechsel funktioniert und alle möglichen Sachen. Und da hapert es meiner Ansicht nach. Und ich weiß es nicht, was man da verbessern kann, aber ich glaube, es gibt Kinder, die haben einfach keinen Biologieunterricht. Und das ist ja so wichtig, auch für das Verhältnis zum eigenen Körper und zur Medizin. Und da finde ich, da müsste man wirklich dran arbeiten. Was die Wissenschaftskommunikation anbetrifft, da finde ich, Frau Kalitschek hat da nicht so recht, weil das ist viel Arbeit. Ich habe das auch gemerkt, besonders wie ich Nobelpreis kriegte, da wurde ich natürlich viel öfter noch dann zu Interviews und so weiter. Es ist ganz, ganz schwierig, diese komplexen Sachverhalte zu erklären. Und das können eigentlich Wissenschaft, da gibt es einen extra Beruf, der heißt Wissenschaftsjournalist. Und meiner Ansicht nach müsste es mehr Wissenschaftsjournalismus geben und in den Zeitungen auch mehr berichtet werden. Das ist alles ziemlich oberflächlich und sehr viel kriegt man nicht aus den heutigen Zeitungen. Auch die neuen Sachen werden nicht besonders berichtet, wahrscheinlich, weil die Leute sich nicht besonders dafür interessieren. Aber auch bei der grünen Gentechnik zum Beispiel, da ist ja ein großer Teil des Widerstandes ist dadurch, dass die Leute wirklich nicht wissen, um was es sich dreht. Und auch bei den Impfgegnern, nicht die können sich einfach nicht vorstellen, was diese Impfung mit ihnen macht. Und die würden auch vielleicht einem nicht glauben, wenn man es ihm erklärt. Aber das ist eben, da ist eben doch ein gewisser Nachholbedarf ist da, wenn wir die Welt retten wollen und wenn wir die Umwelt schützen wollen, dann müssen wir auch mehr davon verstehen. Das glaube ich schon. Die Forschungsförderung ist, glaube ich, also die Bürokratie nimmt auch zu. Also das ist ja nicht nur bei der Forschung so, aber da nimmt sie auch krass zu. Wir haben inzwischen Beauftragte für alles Mögliche. Sicherheit und Tierschutz und also dann noch ein Tierarzt und dann noch, Gentechnik, Sicherheit und so Zeug.
Und dauernd wird man kontrolliert, dauernd muss man irgendeinen Antrag schreiben oder einen Bericht oder irgend sowas. Das ist einfach ätzend und zeitraubend und auch sehr aufwendig zum Teil. Und das könnte man auch ein bisschen verschlanken, finde ich. Haben Sie den Überblick, ob das in anderen Ländern besser ist? Also ist das ein deutsches Problem, diese aufgeblähte Bürokratie? Wahrscheinlich nicht. Also man wundert sich da, Amerika ist da auch, glaube ich, nicht wirklich viel besser. Wo die halt besser sind, die haben was, was wir nicht haben, die haben richtige Eliteförderung. Und bei uns ist es ja eher so, dass jede Universität mittelmäßig ist. Wir haben keine Spitzenuniversitäten wie Oxford oder Cambridge oder Harvard oder Princeton oder Yale oder Stanford. Wir haben München, Freiburg, Tübingen, Berlin, alle sind gut, ja. Aber keine ist absolut top. Und jetzt macht man das mit den Exzellenzclustern, dass man sagt, die ist besonders gut da und die ist besonders gut da und so, ist vielleicht gut. Und ich will auch gar nicht sagen, dass wir unbedingt die Elite-Universität haben, aber das ist einfach ein Grund, weshalb Spitzensachen dann oft aus diesen Elite-Universitäten kommen. Und in einer gewissen Weise kann man die Max-Planck-Gesellschaft natürlich da auch dazu zählen. Es ist halt keine Universität, sondern es sind 80 Institute über Deutschland verteilt, die besonders gut gefördert werden, wo man sich manchmal fragt, ob es nicht besser wäre, dass die integriert in der Universität wären, dann würde die Universität besser werden und die Studenten mehr davon abkriegen. Andererseits sind diese Forschungsbedingungen natürlich dann auch super und dann kann man auch wirklich, wirklich viel, viel leisten in der Forschung und das ist manchmal auch schon ist nicht so schlecht, nicht, dass man das kann. Da kommen ja dann doch auch wunderbare Sachen raus. Ja, Sie müssten, glaube ich, nochmal Ihren wunderbar schwarz-weiß gestreiften Schal, der natürlich schön zu den Zebrafischen passt, etwas vom Mikrofon wegnehmen. Mhm. Gibt es noch weitere Fragen aus dem Publikum? Hier vorne ist nochmal eine. Das Mikrofon kommt, jetzt ist es bei Ihnen. Ja. Meine Frage wäre, wie könnten Sie als Wissenschaftlerin dazu beitragen, dass die Impfverweigerer sich, sagen wir mal, Argumenten zugänglich machen? Es sind ja nicht nur Leute, wie Sie eben angesprochen hatten, die es vielleicht schlecht ausgebildet sind und die es einfach nicht wissen. Es sind auch Ärzte dabei und durchaus ernstzunehmende Leute. Wie erklären Sie sich das und vielleicht, wie könnten Sie Abhilfe schaffen? Also Impfverweigerer gibt es ja schon immer, nicht? Ich habe selbst in der Familie zwei und ich bin verzweifelt, weil ich das einfach nicht hinkriege. Die sind halt ganz alternativ, nicht? Und alternativ heißt ja eigentlich, dass man die Schulmedizin nicht anerkennt und dass man glaubt, man wird betrogen von den Leuten. Und das sitzt ganz tief. Und wenn irgendjemand mal die mehr verbreitet hat, dass man durch die Impfung unfruchtbar wird, es ist natürlich klar, dass es kein Experiment gibt, was inzwischen beweist, dass das nicht so ist. Das kann man gar nicht sich ausdenken. Aber es ist absolut undenkbar. Nur wenn das mal so bei den Leuten so verbreitet ist, weiß ich nicht. Es ist gerade die Ärzte, die müssten eigentlich eine Autorität haben für ihre Patienten und sollten die überzeugen können. Aber ich bin da auch ziemlich ratlos, ehrlich gesagt. Und ich hoffe, dass wir es aushalten, dass so wenig Impfverweigerer, also prinzipielle Impfverweigerer in der Bevölkerung sind, dass wir doch genügend Immunität erreichen können, dass das keine Gefahr mehr darstellt. Nicht? Denn wenn alle geimpft sind, ist natürlich ein Einzelner, der nicht geimpft ist, auch keine Gefahr. Wir haben noch eine letzte Rückfrage aus dem Chat, die genau dazu passt, zu dem Thema. Und die lautet, können Sie nochmals erklären, was am BioNTech-Impfstoff Gentechnik ist und prinzipiell nicht schaden kann? Fehlt, glaube ich, ein Wort. Warum das wahrscheinlich prinzipiell nicht schaden kann? Also Gentechnik ist es, weil es eine Kopie eines Gens, und zwar die Arbeitskopie, nicht das Gen selber, sondern die Arbeitskopie des Gens, die Messenger-RNA, aufgrund der das Protein gemacht wird, die ist im Impfstoff enthalten und hat die Information, dieses Spike-Protein zu machen, aber sonst gar nichts, nur das Spike-Protein. Und die Messenger-RNA ist außerdem ein Molekül, die sehr labil ist, die also nur ganz kurze Zeit nach der Injektion überhaupt den Körper dazu bringt, diese Zellen dazu bringt, dieses Spike-Protein
zu produzieren, was dann ausreicht, um die Immunität anzuregen. Und dann wird sie abgebaut. Die kommt niemals in das Genom des Menschen rein. Also wird nicht wirklich integriert. Ne? Sondern es wird nur dieses Protein gemacht, was an der Außenhülle des Virus vorhanden ist. Und was eben die Immunantwort bewirkt, auch wenn man infiziert wird. War das einigermaßen verständlich? Also mRNA ist ein neuer Trick. Das hat den Vorteil, dass es andere Impfstoffe basieren auf DNA, also auf Gen. Das Gen als Matrize für die Synthese dieses Proteins. Und da wird allerdings eigentlich auch nur für dieses Protein die Matrize reingetan. Aber die DNA ist relativ stabil und da kann man sich irgendwie ausdenken, dass die vielleicht dann doch irgendwann mal, die wird auch mit Vektoren eingeschleust, die aus Viren kommen, die keine Krankheiten machen, sondern einfach nur praktisch sind, um das Molekül in den Körper zu bringen. Das ist komplizierter. Und die mRNA ist eigentlich das sauberste und reinste und cleanste, was man sich da denken kann. Und das gereinigte Protein, das wäre die Alternative, also irgendwie, wenn man logisch denkt, aha, am besten wäre es doch, ich kriege nur das Spike-Protein gespritzt und sonst nichts. Das ist ganz schwer herzustellen, sauber. Das kann man zwar auch herstellen, aber das ist noch nicht gelungen, glaube ich, inzwischen in ausreichendem Maße. Das ist teuer und schwierig und die mRNA ist viel leichter, die ist auch leicht anzupassen. Nicht, das ist das Schöne an dieser mRNA, die hat eine Sequenz, die encodiert dieses Protein. Und wenn die Proteine sich ändern, weil das Virus mutiert und dann zum Beispiel so eine Delta-Variante auftaucht, dann kann man die mRNA-Sequenz ganz schnell anpassen und kann einen neuen Impfstoff machen, der gegen die neue Variante das Protein macht. Das ist richtig elegant, echt. Vielen Dank. Wir sind schon dabei zu überziehen, deswegen habe ich nur noch eine letzte Frage an Sie. Wir haben das unterschrieben, ein Leben für die Wissenschaft. Sie haben dieses Leben geführt. Sie sagten selbst, Sie werden jetzt 79 nächste Woche. Was kommt denn danach für ein Leben? Was ist Ihr nächster Plan? Ich bin zufrieden, wir werden da weitermachen. Ich werde jeden Tag ins Labor gehen. Und also bleibt es ein Leben für die Wissenschaft? Ich bleibe dabei, ja, sicher, solange ich laufen kann. Ich meine, ich werde sicher nicht, ich bin auch jetzt schon relativ, also weniger, ich arbeite weniger, wie gesagt, man wird schneller müde und man kommt auch bei manchen modernen Sachen nicht mehr so super mit. Man fühlt sich, naja, das geht Ihnen vielleicht auch so, ich weiß nicht, das Blöde mit dem Internet ist halt, dass man sich oft abgehängt fühlt, wenn da irgendwelche neuen Sachen kommen und dann denkt man immer, verdammt nochmal, ich komme da jetzt nicht mit und so. Und da ist es manchmal schlecht, wenn man keine Enkel hat, die einem das erklären oder das Handy richten, aber ich komme schon zurecht, ja. Und es macht einfach wirklich Spaß, was zu entdecken. Die Neugier zu befriedigen, ist wirklich was Schönes. Und da sage ich auch immer zu Leuten, wenn sie da keinen Genuss dran haben, dann sollen sie den Beruf nicht machen. Das ist nämlich wirklich viel Arbeit. Das ist ein schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Frau Nüßlein-Vorhardt. Ganz herzlichen Dank den Publikum hier im Saal für Ihre Wortmeldung. Und ganz herzlichen Dank auch allen Leuten, die im Chat sich beteiligt haben. Ich möchte mich nochmal bedanken bei der Max-Planck-Gesellschaft, bei der Stadt Wiesbaden, die beide zusammen das hier kooperiert haben, koordiniert haben und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend.